Hast du schon mal mit einem Katapult Basketball gespielt? Nein? Dann kannst du das jetzt ganz einfach nachbasteln. Folgende Bastelmaterialien benötigst du für deinen Basketballkatapult: dicken Pappkarton, einen Bleistift, ein Lineal, eine Schere, einen Pappbecher, ein Obst- oder Gemüsenetz, eine Heißklebepistole, Washi-Tape oder auch Klebeband, 8 Holzstäbchen und 5 Gummibänder. Wenn du dein Basketballfeld anmalen möchtest, dann brauchst du außerdem einen Pinsel, Acrylfarben und nicht zu vergessen einen Tischtennisball. Fangen wir mit dem Pappkarton an. Wenn du bereits einen Knick im Karton hast, dann leg dein Lineal daran an und ziehe einen ca. 22 cm langen Strich. Auf der anderen Seite des Knicks zeichnest du einen 25 cm langen Strich. Das Spielfeld wird 20 cm breit. Das kannst du dir einfach am Knick markieren und die beiden Längen wieder einzeichnen. Danach verbindest du beide Seiten. Hast du das geschafft, dann kannst du an beiden oberen Ecken einen 2 cm langen Strich ziehen. Danach markierst du in der Mitte noch einen 6 cm langen Strich. Natürlich wieder auf beiden Seiten. Auf beiden Ecken der unteren Seite musst du ebenfalls einen 2 cm langen Strich ziehen. Nun verbindest du diese beiden letzten Punkte mit dem Ende der 6 cm langen Striche. Bei den oberen Ecken kannst du einfach einen geraden Strich runterziehen. Somit hast du dein Spielfeld eingezeichnet. Schneide die äußeren Ränder einfach mit einer Schere aus. Zum Schluss schneidest du die Mitte noch 2 cm bis zu deiner inneren Linie ein, sodass ein Schlitz entsteht. Mithilfe deines Lineals kannst du die Markierung nun knicken. Du machst es ein wenig beweglicher, wenn du es auch nochmal in die andere Richtung knickst. Das wiederholst du nun auch an den anderen drei Seiten. Wenn du fertig bist, sollte dein Pappaufsteller so aussehen. Mit Heißkleber kannst du die Enden zusammenkleben und schon steht dein Spielfeld. Auf einem weiteren Stück Pappkarton zeichnest du noch ein Rechteck mit einer Höhe von 9 cm und einer Breite von 10 cm ein und schneidest das Ganze aus. Nimm dir nun deinen Pappbecher und zeichne eine Markierung bei 2 cm vom Rand entfernt ein. Schneide nur den oberen Rand genau bei den 2 cm ringsherum ab. Den Becherboden schneidest du auch noch etwas schmaler zu, aber so, dass später noch ein Ball drin liegen bleiben kann, denn er kommt später auf dein Katapult. Jetzt brauchst du natürlich noch den Basketballkorb. Dazu nimmst du dir jetzt ein längliches Stück von dem Obst- oder eben Gemüsenetz und klebst es mit etwas Fingerspitzengefühl in die Innenseite des Becherrandes. Das kannst du einfach mit Washi-Tape machen oder aber auch mit Klebeband. Ist alles fest, dann kannst du dein Netz noch auf die richtige Länge zuschneiden. Das Washi-Tape hat übrigens auch den Vorteil, dass es deinen Basketballkorb ebenfalls verziert. Und deshalb kannst du auch den ganzen Rand damit bekleben, wenn du möchtest. Bist du mit dem Basketballkorb fertig? Dann geht es jetzt ans Zusammenkleben. Nimm dir ein Holzstäbchen und klebe es genau in die Mitte der Wand. Das Kartonrechteck klebst du einfach genau mittig auf das Holzstäbchen. Jetzt fehlt nur noch der Basketballkorb. Wenn dieser ebenfalls festklebt, dann ist dein Spielfeld auch schon fertig. Dir fehlt ja noch das Katapult. Dazu brauchst du den Becherboden, 7 Holzstäbchen und 5 Gummibänder. Auf geht's! Leg 4 Holzstäbchen genau übereinander. Wickel ein Gummiband so lange um ein Ende, bis es richtig festsitzt. Natürlich auf beiden Seiten. Schnapp dir nun 2 Holzstäbchen und wiederhole das, aber nur an einem Ende. Denn nun klemmst du das Bodenstück zwischen die beiden Holzstäbchen, so weit wie es geht. Halte das Ganze gut fest und wickel ein Gummiband kreuzförmig über die Ecken, sodass nichts mehr verrutscht. Mit etwas Heißkleber befestigst du nun das letzte Holzstäbchen auf dem oberen Holzstäbchen als Katapultarmverlängerung. Du kannst die Mitte auch nochmal mit einem Gummiband verstärken. Nimm dir zum Schluss noch den Becherboden und schneide die überstehenden Ränder am Boden ab, falls du welche haben solltest. Klebe den Boden nun so fest, dass am Ende noch ein Stück Holzstäbchen übersteht. Fertig!
Wenn du magst, kannst du dein Spielfeld und Tischtennisball auch noch anmalen. Am besten geht das mit Acrylfarben und einem Permanentmarker. Wie viele Körbe kannst du werfen? Ich meine natürlich katapultieren. Ganz viel Spaß beim Nachbasteln!